Guten Morgen, ich lese von der Verbraucherzentrale NRW und ZDF Wieso nebenberuflich mein Frühstück. Roggenbrot und Butter. Nebenberuflich selbstständig, Steuern, Recht, Finanzierung, Marketing. Das Ganze nicht zu lange dauert, stelle ich die Eieruhr auf 30 Minuten. So. Ich bin angekommen im Kapitel Sozialversicherung und Altersvorsorge. Welche Pflichten und Rechte habe ich? Ich habe bereits vorgelesen zu den Themen gesetzliche Renten- und Krankenversicherung. Berufsgenossenschaften zur gesetzlichen, es gibt hier auch eine Checkliste, die ist auch gut. So, und es gibt die Altersvorsorge. Altersvorsorge gliedert sich wie folgt. Es gibt die Altersvorsorge und betriebliche Altersvorsorge und Riester-Rente, die Rürup-Rente, die freiwilligen Zahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung privater und den privaten Vermögensaufbau. Das Ganze endet mit einem Tipp und dann ist das Kapitel beendet. Ich werde jetzt wahrscheinlich keine 30 Minuten brauchen. Altersvorsorge. In der Zeit der aktiven Berufsausübung sollte die finanzielle Vorsorge fürs Rentenalter nicht zu kurz kommen. Sei es in Form der gesetzlichen Rentenversicherung mit staatlich geförderten Vorsorgemodellen wie Riester- und Rürup-Rente oder dem privaten Aufbau von Vermögen. Wenn die nebenberufliche Selbstständigkeit für Sie nicht nur ein kurzfristiges Erwerbsmodell ist, sollten Sie auch über den Vorsorgeaspekt nachdenken. So führt etwa die dauerhafte Verknüpfung von Teilzeitjob und nebenberuflicher Selbstständigkeit dazu, dass nur für den Einkommensanteil aus dem Einstellungsverhältnis Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt werden. Entsprechende Abschläge müssen dann beim Eintritt ins Rentenalter einkalkuliert werden. Grundsätzlich für die Altersvorsorge geeignet sind die folgenden Wege, die auch nach Belieben kombiniert werden können. Betriebliche Altersvorsorge, Riester-Rente, Rürup-Rente, gesetzliche Rentenversicherung, privater Vermögensaufbau. Die betriebliche Altersvorsorge fällt von vornherein weg, da sie ausschließlich für Arbeitnehmer und nicht für Selbstständige gedacht ist. Auch die Riester-Rente ist für Selbstständige nur bei bestimmten Konstellationen zugänglich, nämlich dann, wenn sie als Handwerker, Landwirt oder Mitglied der Künstlersozialkasse in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind. Beide Vorsorgeformen kommen in erster Linie dann in Betracht, wenn Sie neben Ihrer Selbstständigkeit noch in Voll- oder Teilzeit angestellt sind. In diesem Fall können Sie über Ihren Arbeitgeber oder auf Basis Ihres Gehalts aus dem Anstellungsverhältnis diese beiden Vorsorgewege nutzen.
Sind Sie selbstständig und ist Ihr Ehepartner angestellt, können Sie bei gemeinsamer steuerlicher Veranlagung einen eigenen Riestervertrag abschließen und sich damit die Grundzulage in Höhe von 154 Euro pro Jahr sichern. Die Rürup-Rente wurde in erster Linie zur Absicherung von Freiberuflern und Selbstständigen konzipiert, ist jedoch nicht ganz frei von Tücken. Bevor Sie einen Rürup-Rentensparplan abschließen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein. Sie binden sich an ein Finanzprodukt, das Ihnen im Vergleich zur staatlichen Rentenversicherung kaum mehr finanziellen Spielraum zugesteht. Bei der Kapitalanlage entspricht die Rürup-Rente der privaten Rentenversicherung. Es gibt zwei Produktvarianten. Klassische Rentenversicherung. Während der Ansparphase wird das Kapital nach Abzug der Verwaltungskosten von der Versicherungsgesellschaft vorrangig in sichere Anlagen wie Anleihen und Immobilien investiert. Ein kleinerer Teil kann auch in Aktien und Fonds fließen. Der Anleger erhält einen jährlichen Garantiezins. Fondsgebundener Sparplan. Hier gibt es keinen Garantiezins. Je nach Anbieter gilt es, Fondspolicen entweder mit der Zusicherung des Kapitalerhalts oder als reine Fondsanlage. Je nach Anbieter gibt es Fondspolicen entweder mit der Zusicherung des Kapitalerhalts oder als reine Fondsanlage, bei der die Anleger das volle Kapitalmarktrisiko tragen. Am Ende der Ansparphase kann jedoch das Rürup-Guthaben nicht wie bei einer herkömmlichen Privatrentenversicherung auf einen Schlag oder auch nur teilweise ausgezahlt werden. Die Auszahlung ist nur in Form einer lebenslangen Leibrente möglich. Mit dem Tod des Versicherten ist das gesamte eingezahlte Guthaben verloren. Gegen Aufpreis ist die Absicherung von Hinterbliebenen durch die Weiterzahlung der Rente meist zu 60% nach dem Tod des Versicherten an den Ehepartner möglich. Ziemlich kompliziert sind die steuerlichen Regelungen zur Rürup-Rente. In der Ansparphase gelten dieselben Steuerregeln wie bei den Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung. Zunächst einmal steht lediglich ein Höchstbetrag für die Altersvorsorge von 20.000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Bei Verheirateten sind es 40.000 Euro. Bis zu dieser Obergrenze können Sie nach dem Alterseinkünftegesetz Einzahlungen in Versorgungswerke, gesetzliche Rentenversicherung und Rürup-Sparpläne von der Steuer absetzen, allerdings nur zu einem bestimmten Prozentbetrag. Dieser liegt für das Jahr 2017 bei 64%. Das heißt konkret, Sie können als Verheirateter Einzahlungen bis zu 40.000 Euro zu 84% geltend machen. Die tatsächliche Grenze liegt somit in diesem Jahr bei 33.600 Euro. Der Prozentsatz wird jedes Jahr um 2 Prozentpunkte erhöht, sodass erst ab dem Jahr 2025 die Beiträge in voller Höhe abgesetzt werden können.
Die Auszahlungen im Rentenalter werden genauso behandelt wie die Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Je nachdem, in welchem Jahr Sie in den beruflichen Ruhestand treten und die Auszahlungen beginnen lassen, müssen Sie für den Rest Ihres Lebens einen bestimmten Prozentsatz der Renteneinkünfte versteuern. Bei Renteneintritt im Jahr 2020 liegt der Satz bei 80%. Und die Neurentner ab dem Jahr 2040 müssen ihre Rente in voller Höhe versteuern. Checkliste. Wie Sie den richtigen Anbieter auswählen. Gehen Sie bei der Auswahl des Anbieters sorgfältig vor, denn Sie binden sich langfristig an einen Finanzdienstleister. Teure oder renditeschwache Rürup-Rentensparpläne können daher im Laufe der Zeit viel Geld kosten. Achten Sie auf die folgenden Kriterien. Gebühren. Außer den vom Anbieter ausgewiesenen Gebühren sind auch die internen Nebenkosten wichtig. Wie sich diese auswirken, sehen Sie am besten bei einem Vergleich der garantierten Rentenzahlung. Voraussetzung ist, dass allen Angeboten dieselbe Sparrate und Spardauer zugrunde liegen. Voraussetzung ist, dass allen Angeboten dieselbe Sparrate und Spardauer zugrunde liegen. So wird Deutsch draus. Flexible Einzahlungen. Weil Ihr Einkommen jedes Jahr unterschiedlich ausfällt, sollten Sie Anbieter bevorzugen, die Ihnen bei der Höhe der einzelnen Beiträge möglichst viel Freiraum bieten. Anbieterwechsel. Achten Sie auf die Gebühren für die Übertragung des Guthabens zu einem anderen Anbieter, falls längerfristig Ihre Renditeerwartungen enttäuscht werden. Eine Alternative kann in diesem Fall auch die Beitragsfreistellung sein, dann ruht der Vertrag bis zum Rentenbeginn. Extras. Der Vertrag sollte außer der garantierten Weiterzahlung der Rente an hinterbliebene Ehepartner möglichst wenige Sonderleistungen enthalten. Die Absicherung der Familie während der aktiven Berufszeit sollte lieber mit einer Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherung erfolgen. So. Jetzt kommt noch freiwillige Zahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung, privater Vermögensaufbau und dann endet das Ganze mit einem Tipp. Freiwillige Zahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es lohnenswert sein, auf freiwilliger Basis Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Dies kann beispielsweise für diejenigen sinnvoll sein, die noch keine 5 Jahre Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, denn ein Anspruch auf spätere Altersrente entsteht erst, wenn mindestens 5 Jahre lang eine Mitgliedschaft bestanden hat. Die Rentenleistungen stehen nach der Darstellung der deutschen Rentenversicherung. Die Rentenleistungen sehen nach der Darstellung der deutschen Rentenversicherung wie folgt aus. Wer für das ganze Jahr den derzeitigen Mindestbeitrag von 84,15 Euro monatlich Die Rentenleistungen sehen nach der Darstellung der deutschen Rentenversicherung wie folgt aus. Wer für das ganze Jahr den derzeitigen Mindestbeitrag von 84,15 Euro monatlich entrichtet, erhöht seinen monatlichen Rentenanspruch um knapp 4,50 Euro. Große Sprünge lassen sich damit nicht machen, zumal es bei der freiwilligen Versicherung keine Aufteilung der Beiträge zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gibt. Doch um die Mindestbeitragszeit zu erfüllen, kann
zumindest eine befristete Weiterzahlung sinnvoll sein. Die Beiträge müssen Sie nicht monatlich entrichten. Nachzahlungen für das jeweilige Kalenderjahr sind bis zum 31. März des Folgejahres möglich. Privater Vermögensaufbau, wie Sie die Erträge aus Ihrer nebenberuflichen Selbstständigkeit verwenden, hängt sicherlich von den persönlichen Umständen ab. Für Studenten wird das Teilzeitunternehmertum in erster Linie zur Finanzierung des Studiums beitragen. Andere mögen das Geld wiederum nutzen, um sich einmal etwas Besonderes wie eine lang ersehnte Fernreise zu gönnen. Durchaus sinnvoll ist es hingegen, einen Teil des Gewinns längerfristig auf die Seite zu legen, um Kapital für die Altersvorsorge zu bilden. Mit welchen Anlageprodukten dies geschehen soll, entscheidet in erster Linie Ihre persönliche Risikobereitschaft. Aktienfonds. Sie sind mit hohen Schwankungsrisiken verbunden und sollten stets auf Sicht von mindestens 10 Jahren erworben werden. Auf diese Weise können Sie das Auf und Ab der Börsen besser aussitzen. Mischfonds. Sie weisen mittlere Wertschwankungen auf, da Sie auf einen Mix aus Aktien und schwankungsarmen Anleihen setzen. Zinsanlage. Sie gelten als sichere Anlageformen mit bescheidenen Renditen. Zu dieser Anlageklasse gehören beispielsweise Sparpläne, Festgelder und Sparbriefe bei Banken sowie Pfandbriefe und Bundeswertpapiere. Anlageprodukte mit flexiblen Einzahlungsmöglichkeiten. Weil die Einnahmen aus der Selbstständigkeit meist großen Schwankungen unterworfen sind, sollten Sie Anlageprodukte mit flexiblen Einzahlungsmöglichkeiten bevorzugen. Versicherungssparpläne sind hingegen meist starre Konstrukte und damit wenig geeignet. Hüten sollten Sie sich vor den oft hochriskanten Produkten des grauen Kapitalmarkts, wie Beteiligungsmodellen, oft auch als geschlossene Fonds bezeichnet, sowie nicht börsennotierten Unternehmensanleihen und Genussscheinen. So, damit endet dieses Kapitel. Es geht weiter mit verschiedenen Steuerarten und wie Sie damit zurechtkommen. Als erstes wird über die Umsatzsteuer gesprochen. Das ist relativ lang. Dann gibt es die Umsatzsteuervoranmeldung und Erklärung. Dann gibt es das Handelsregister, was das Handelsregister mit Ihrer Buchführung zu tun hat. Dann gibt es ein Kapitel der Aufbau der Einnahmeüberschussrechnung. Da gibt es auch hier Abdrucke des Formulars von 2015, wie Sie die Einnahmen korrekt ermitteln. Betriebsausgaben. So funktioniert die AFA. Häufiger Streitpunkt, häusliches Arbeitszimmer und Betriebsräume. Dann gibt es noch Reisekosten richtig geltend machen.
Abgabe- und Zahlungsfristen. Gibt es weiter. Mit Vorsicht falle, welche Angebote Sie meiden sollten. So. Ich hole mir noch einen Kaffee und dann lese ich weiter, bis die Speicherkarte voll ist. Tschüss.